Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Show. Drago spielt mit Bellum Imperii, einem Mountain Blade Warband Mod. Ja, wir haben im letzten Part, also im ersten Part, recht viel zu tun gehabt. Haben viele Truppen verloren, weil wir einfach schnelle, was waren's, Ding hatten, ja, gegnerische von den römischen, gallischen Ding, also Roma Gallia, haben uns angegriffen. Das waren diese, weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Können wir mal kurz Ausschau halten noch nach dem. Nach denen. Ja, wir sind immer noch zu Fuß. Also wir brauchen jetzt endlich mal ein Pferd und auch Berittene. Aber hier sind eher Seeräuber im Moment. Ja, einfach diese Legionäre, die ohne Helden, ohne Tribune herumlaufen. Die sind halt so stark, weil sie auch viel mehr Ding wollen, wagen wollen. Ja, und die haben uns ein bisschen aufgerieben, weil wir halt auch warten mussten, bis Augusta Teverorum gemacht Ding ist. Und Augusta Teverorum ist auch bekannt. Ist das Teutoburger Wald, irgendwie eine Stadt dort in der Nähe? Nein, das ist also Nähe von Bonn. Ist es die Eifel hier? Das ist wahrscheinlich Brüssel hier. Antwerpen. Köln, Colonia, Bonn. Und schaut, das Augusta Raurica nicht da ist. Augusta Raurica ist in Augst. Und Augst ist in der Nähe von Basel. Aber nie da. Okay. Lopodanum, das ist wahrscheinlich das Gebiet, das am nächsten in der Schweiz ist, also in Basel. Ticino, Castel Regina. Uburzi, was könnte das sein? Uburzi. Keine Ahnung. Jo, ich habe ja schon recht Erfolg in diesem Mod, auch wenn es sehr schwer ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden irgendwie, ja, nicht gerade so beliebt bei dem Reich hier. Also, jetzt haben wir sowieso getrennt, jetzt werden wir wahrscheinlich Krieg mit Antwerpia haben, Markomanni. Oder mit Chati. Jetzt werden wir einfach mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt weitermachen. Gut, wir gehen mal kurz. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht, aber wir gehen mal kurz in den Thronsaal. Und dann noch in die Schenke, um zu schauen. Und dann verkaufen wir wahrscheinlich mal ein paar Items hier, wenn sie noch genügend Geld haben. Hier ist gar niemand, okay. Wo sind denn die hin? Okay, minus 2, klar, wegen der Belagerung. Ist nicht so gut ansehen. Okay, ist auch niemand. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben sehr viele Items hier. Und auch viel Geld beim Händler. Deshalb verkaufen wir mal besten Sachen hier. Haben wir sonst hier gut Widerstand? Nein. Also wir bekommen sehr wenig Geld über. Ja, wir verkaufen die Sachen mal hier. Genau, bis zur Tunik. Ja, sind nicht gut. Okay. Also haben wir nichts Schlechtes oder Gutes verkauft, eher. Ein Slinglied, okay. Lied ist ja eine Art Stein, eine Steinart. Ist das nicht Kupfer oder so, Lied? Ich glaube, Lied ist, wie heißt das? Blei. Schon lange nicht mehr Ding gespielt. Terraria, da kam es vor. Also, oh Gott, 7.000, nein. 1.700, also wir haben ein paar zu teure verkauft. Ich habe das gar nicht geschaut vor lauter Reden. Jetzt müssen wir ein paar Sachen wieder zurück. Okay, und wo sind die Teuer? Dann müssen wir die noch nehmen. Ja, wo sind denn die Teuren? Da. Okay. Haben wir genügend? Nein, noch nicht. Noch eine. Ach komm. Das Spiel hat so Schweres. So. Und hier machen wir die anderen Sachen.
So, und hier oben, ja, haben wir einfach gute Sachen. Gladius können wir noch nehmen. Ja, jetzt reicht es. So, dann haben wir noch Waren. Günstig ist es aber nicht, das Brot. Also 40 ungefähr. Unter 42 werde ich kaufen, aber so nicht. So, dann suchen wir mal den Gildenmeister auf. Der hat aber einen schlechten Auftrag gehabt, oder? Okay, Massilia von Mobotstrup. Massilia. Das ist hoffentlich in der Nähe. Ja, und wo? Wo ist Massilia? Die Map ist einfach viel zu groß. Wo könnte auf dem Weg nach Massilia? Da! Okay, wir sind ja nicht mehr im Krieg mit denen. Aber wir sollten ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt den Trupp verlassen. Ja gut, ich mach's trotzdem. Also in der Nähe. Also Banditen aufspüren. Er ist fehlgeschlagen. Also manche Quests sind immer noch sehr verbuggt. Okay. Findet Sim Friesian Lightspearman. Die müssen wir upgraden. Okay, dann gehen wir zurück nach Amicia. Greifen, nein, nicht die. Die sind zu hoch in der Anzahl. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, Markomanni hat mit Roman Illyricum Krieg angefangen. Okay. Ja, der Mord ist schon recht hart. Alles ist geplündert worden. Und hier haben wir Deserteure. Die könnten wir eigentlich jagen. Kurz. Die jagen wir kurz. Die sind ja böse auf unser Reich. Ja. Gut. Die werden wir hoffentlich schaffen. Eigentlich zum Angriff noch. Mir nach, mir nach. Okay. Die werden sowas von sterben. Ich werde dich so zerreiben. Ja. Ja, ich habe Lust, wirklich viele Rollenspiele zu machen in diesem Game. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen Blödsinn rede. Wir müssen auch spielen mit diesem, ja, Hofnarr. Ja, und Sky mache ich ja auch noch weiter jetzt. Jetzt habe ich auch genügend Zeit. Aber wo sind sie? Da sind sie. Achtung vor uns. Wir haben immer noch keine Küche. In diesem Mod gibt es einfach keine Küche. Okay, greift an. Alle zusammen, Angriff. Schild vorher. Wir werden gar nicht langsamer, wenn wir das Schild so tragen. Okay, die haben Speere. Bitte nicht sterben, Pferdereiter. Andere umbringen. Sehr gut. Nein, Headshot. Headshot kassiert. Ah ja, die Steuerung ist ja wieder anders. So, jetzt haben wir wieder richtig gekippt. Jetzt haben wir aber einfach keine zum Töten mehr. Ich wollte nicht mit dem Schwert angreifen. Das ist nicht so würdigend für die Gegner. Die müssen verprügelt werden und nicht getötet werden. So. Komm schon, lauft. Ja, Frau. Frau, du schaffst es. Nein, nicht du töten. Ja, Frau. Frau, du kriegst ihn. Die bekommen halt da XP dadurch und dann werden sie zu Kriegsjungfern. Scheinbar. Die sind halt mega stark. Okay. Ja, Track. Menschenjäger. Einstellen natürlich. Menschenjäger sind halt auch sehr gut. Die werden auch zu, weiß nicht, gepanzert, ja. Irgendwie Soldaten oder so werden sie dann später. Genau. Da brauchen wir auch noch. Bunduk brauchen wir auch noch zu leveln. Das können wir jetzt noch nicht. Und jetzt nehmen wir natürlich die wertvollen Sachen mit. So. Ich hab die Pfeile! Nein! Ich wollte doch die Pfeile mitnehmen. Ich habe sie zwar am Anfang gesehen und habe so gesagt, die sind sicher schwach. Ich nehme sie jetzt nicht mit, ich wollte sie aber doch mitnehmen. Ja, gut. Das war ein Fail. Ich habe zu schnell geklickt. Genau. Ich support ich selbst. Okay, dann redet du gerne weiter so. Wahrscheinlich kommst du aus Köln. Kölle Alaaf.
Okay, Oberamesia, das können wir natürlich ganz leicht machen. Wieso läuft er davon und wir müssen dann wieder zurück, weißt du? Manche Quests sind manchmal echt ein bisschen doof. Aber man hat einfach das Game gern. Also es hat schon wirklich schlechte Sachen drin. Dafür hat es auch sehr gute Sachen drin. Es ist eben ein Open World Rollenspiel, Strategiespiel und das ist natürlich sehr motivierend. So, Chief Obidal ist jetzt auf 0, Ubo ist auf 4 gestiegen. Du verwirrst dich auch selbst. Ich möchte gerne wissen, wo Marshall ist. Dessen Treverorum und war doch nicht zu sehen. Der war wahrscheinlich außerhalb irgendwo. Ohne Truhe, ich möchte irgendwas haben. Lady Hild. Aaron. Also das ist ja klar, ich mache eine Let's Show, weil ich halt auch livestream von dem Game, aber heute hatte ich zum Beispiel keine Zeit, um das Spiel livestream. Und ja, ich werde einfach zwischendurch manchmal auch livestreamen vom Spiel, nicht wundern. Da werde ich nicht so viel machen, aber in den Let's Show, also in den Let's Show Parts werde ich halt einfach das Wichtigste machen. Burgum Infanterieburen Victor's Trupp angegriffen wurden. Die Burgum Victor's, das ist, der ist ja jetzt mit uns verbündet und dann können wir nicht. Das können wir leider nicht machen, liebe Stadt, lieber Käden, Anführer. Das ist 43, wir haben aber genug Brot. Wir haben nicht mehr so unterschiedliches Essen. Also ich möchte jetzt die Sachen hier mal hier unten tun, dann werden sie nicht so gefressen, hoffentlich. Ja. Aber mit so, ja. So ein Pferd bei euch. Einen Esel können wir nehmen. Also einen Esel könnten wir leisten. Wir haben 8.100. Ein Horse brauche ich reiten 2. Es gibt leider nur 2 Esel. Und die sind nur 32. Es ist zu teuer, ich gehe in eine andere Stadt ein Pferd holen. Ist mir zu teuer, sonst. So, dann Udolf. Werde mal mit Udolf reden. Und dann gehe ich nach Teudorium wahrscheinlich. Du Boss auch. Okay, da ist jemand besiegt worden. Kampf. Ich habe es nicht lesen können. Da haben wir eben noch eine Quest. Also wir gehen jetzt hier. Ja, da will niemand. Anschließen uns. Keine Soldaten. Okay. 63 kostet das Brot. Nein. Das ist ja eine Mega-Woche. Dem Dorf geht es scheinbar nicht so gut. Okay, wir haben minus 2 in diesem Dorf, weil wir natürlich die Steuern eingetrieben haben am Anfang. Das ist noch geplündert. Dann gehen wir einfach mal zu diesem Dorf, wo wir eigentlich dann haben wollen, weil es so richtig abseits liegt. Aber das ist schwer, weil es in der Nähe von der Hauptstadt ist, oder? Hier müssen wir 2 nehmen, eben. Das sind eben friesische Krieger für den Auftrag. Okay, Vorräte. Du hast sehr günstiges Brot, das nehmen wir. Korn nehmen wir, denke ich, auch mal. Und so Seide und Wolle brauchen wir jetzt noch nicht zu holen. Erst wenn wir wissen, in dieser Stadt braucht man unbedingt Wolle. Erst dann müsst ihr diese Sachen kaufen. Sonst können die das einfach nie verticken, oder? Weil überall wird zu wenig Geld gezahlt für diese Sachen. So, ja, da muss zuerst auch wieder die 2 Sachen, die 2 Dörfer sind geplündert. Jetzt können wir gerade momentan halt auch keine Banditen angreifen, wenn keine in der Umgebung sind. Ja, sind keine Soldaten hier in Navalia.
Es dauert wahrscheinlich, bis das weggeht, das ist geplündert. Also Udolfs haben wir geredet. Bonner können wir noch anreden. Also nach Bonner gehen. Die Bonn. Wieso heißt Bonner nicht mehr Bonner, sondern Bonn? Okay. Kenne ich euch? Ich bin Katuale Vassal. Okay, nein. Du hast ein bisschen großen Kopf, oh Gott, wie der aussieht. Ein großes Gehirn. Okay. Habe ich dich auch mal noch kennengelernt. So. Maelstrup. Kauft Vorräte zuerst einmal. 24. Nehmen wir mit. So billiges Zeug. Eieiei, wieso sind die so billig in den Dörfern? Können die das nicht verticken im Laden? Deshalb ist das so günstig. Keine Ahnung. Ist ja mega günstig. Alles mitnehmen, was so. Ja, unter 25 ist bei Ding. Je unterschiedlicher ihr Essen habt, desto mehr Moral haben die Truppen. Ist natürlich auch sehr wichtig. Oh cool, eine Schmiede. Oh nein, es ist nicht eine Schmiede, es ist ein Obststand. Okay, einfach ein Zelt noch. So, jetzt müssen wir einfach den Anführer, den Dorfältesten finden. Wieso stehst du da? Einfach nur ein Villager. Da ist er. Okay. Mitten im Dorf eine Rebe. Okay. Schön ein bisschen Trauben pflücken. Nein, geteilte kann ich nirgendwo herholen. Sorry. Das werde ich nicht. Minus 4 von Bonn, na? Ist das jetzt wegen der Quest auch runtergegangen? Was wollt ihr? Nicht sicher den Frieden lassen. Weil das ein Ding ist. Eine Karawane wahrscheinlich? Okay. Also Römisch-Spanien hat mit Römisch-Gallien Frieden geschlossen. Die waren im Krieg? Okay, aber ich wusste ich gar nicht, dass Römer untereinander auch im Krieg waren meistens. Ja, es ist eben spät, also. Man kennt ja Rom eher, wo sie noch zusammen waren und gar nicht so, wo sie im Bürgerkrieg waren. Ja. Okay, meine Bitte. Wir wurden ausgeraubt, ein Dorf wurde ausgeraubt. Ja. Okay, die müssen wir bekämpfen. Atuatuca. Atuatuca. Das tönt irgendwie so südlich. Ah, das ist da. Das tönt irgendwie so nach Karibik. Okay, jetzt müssen wir aber ja gegen die kämpfen. Es sind 22 Waldbanditen. Oh ja. Yeah. Angreifen, hopp, vorwärts. Ich will keine Schwäche sehen. Keine Tode. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Los, gehen wir jetzt zurück. Gehen jetzt hier rein. Alle zusammen. Hier rein. Und jetzt greifen wir gleich an, wenn die Pferde hier hinten sind. Jetzt greifen wir an. So, hopp, hopp. Angreifen. Nicht Weg versperren. Angreifen. Genau. Lieben Dank, liebe Krieger meines Trupps. Du machst das sehr gut. Ja, ich habe wieder einen. Sehr schwach, scheinbar. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Wunderbar. Es macht so viel Spaß, weil auch sehr viel Rollenspiel auch hier ist. Mal mit den NPCs auch reden, die haben das verdient. Stelle ich das mal vor. Irgendwie habe ich Lust, so einen Mod auch zu machen, aber es ist so viel Arbeit. Immer. Einfach einen Mod über ein neues Rollenspiel oder so. Ein neues Rollenspiel komplett machen.
Hast noch mehr mit Ding zu tun, ne? So, natürlich nicht annehmen. Was hätten wir bekommen? 90 Dinare hätten wir bekommen. Oder haben wir bekommen und ja. Rekrutiert Freiwilliges in Roman Citizens. Müssten wir eigentlich wieder haben. Wir haben ja auch genug Geld. Wolltuch, ne? Meet the Village Elder. Nein. Also ihr braucht Getreidequests und die können wir einfach nicht lösen, weil es nicht so viel Getreide gibt. Also Udolf haben wir auch vorher geredet. Wir reden jetzt auch nochmals mit Udolf. Ich würde etwas privat spielen. Ja, die tun immer nur sich selber supporten. Ich würde jemand anderem das Lehen übergeben. Weil immer, man muss halt immer dabei sein beim Lehen. Also ich will jetzt nicht unbedingt so einen Lehen haben. Also Chief Audibald wurde, also die Votorum wurde an Chief Audibald gegeben. Also dem Chief. Es gibt eben einen Audibald und einen Audibald, Chief Audibald. Jo. Gut. Mal kurz schauen. Da unten irgendwo. Ich kann es leider nicht lesen. Gallien hat nur. Okay, wir haben nichts. Ding. Genau, da haben wir auch nichts Neues. Weil manchmal liest man es nicht. Also kann es einfach nicht lesen, weil es sofort wieder geht oder so. Okay. Wo ist denn Königreich Vegiers? Weil das sind jetzt diese Königreiche vom Hauptspiel. Und also das und das sind ja vom Hauptspiel und hier sind das so genannt. Und wo sind die jetzt? König Jarulek? Ja, mal. Steht nicht, wo die sind, die Vegiers. Sind die irgendwie mit einem Krieg? Nein. Also die Vegiers könnten irgendwo hier oben rechts sein. Die da vielleicht, sind das Vegiers? Das ist Asti, okay. Vegiers könnten hier sein. Das ist Bosporn. Ah, da ist die Orangen. Samatia, okay. Nein, ich will nicht laufen. Ich will eben nicht laufen. Ja, ich suche ein anderes Mal, wo Vegir ist, aber eben die wurden noch nicht umbenannt in ein richtiges. Okay. Das ist Lady Terra. Ist die schon verheiratet? Wird doch eine Frau haben. Okay, die Gatte, Adibald. Ja, der Audibald ist scheinbar hier. Naja, aber ich brauche ja den anderen. Nein, ich brauche ihn. Die Namen sind mir ein bisschen schwer. Boah, okay. Ja, jetzt müssen wir einfach noch Banditen anjagen. Jetzt gehen wir mal hier links nach Orba Tomagus. Harun. Okay, Harun möchte ich ja noch reden. So. Dich selber, okay. Okay, ich brauche keine Hilfe. Ich gehe mal hier in die fremde Burg. Vielleicht haben wir hier auch noch jemanden. Ah, das ist Vegir. Okay, das ist Vegir. Aber das heißt auf der Kampagnenkarte anders. Aber hier in dieser Burg heißt es Vegir. Okay, das sind die Vegirs. Die wurden einfach auch farblich verändert. Sie waren ja weiß, glaube ich. Ja. So, Syrakus, Eborum wird nicht länger belagert. Okay. Beide werden nicht länger belagert.
Da. Ich möchte gerne die haben, hier die Deserteure. Kannst du mal mir helfen? Hey, hallo, kannst du mir helfen? Das sind ein bisschen zu viele. Ja, jetzt hauen sie ab. Komm, lockern wir sie noch ein bisschen an. Da sieht die halt gar nicht. Das ist völlig. Das ist eine schlechte Reichweite. Also die greifen wir nicht an, die sind zu hart und zusammen. So. Also. Komm, er hat auch sehr wenig Truppen. Aber wahrscheinlich besser ausgebildete. Wir gehen vielleicht nochmals nach Londinium. Da hat es vielleicht immer Banditen. Es ist leider jetzt Nacht. Also gegen diesen sind wir nicht im Krieg mehr. Den müssen wir nicht Angst haben. Also hier sind meistens Banditen gewesen. Da heißt sie Seeräuber. Da ist einmal eine Spur. Vor einer Stunde ist jemand hier durchgegangen. Du hin. Hier in die Ecke und dann ist aufgeteilt. Okay, wir können nicht hier durch, aber hier rüber können wir. Gehen jetzt mal rüber nach Novia Magos. Hier hat sich irgendwo Banditen. Wir müssen nur ein bisschen leveln. Wir müssen die upgraden. Wir haben jetzt noch Bunduk, genau. Bunduk hat ja Spezialität in Chirurgie und so, dann machen wir Chirurgie weiter. Genau, Chirurgie ist die wichtige. Erste Hilfe ist Trefferpunkten nach Mission und so. Machen wir auch. Und bei ihm haben wir gesagt, machen wir auf Bogenschießen. So. Dann haben wir hier noch einen Roman Rhetorik dran. Und hier müssen wir Tribesmen machen. Hier müssen wir Rekrut machen. Und hier Freezer Experiment Warrior. Okay. Dann Charakter. Hier leveln wir jetzt wieder auf Stärke. Da brauchen wir 8 Stärke. Genau, Bogenzugkraft ist jetzt am wichtigsten. Und ja, Bogenschießen. Weil wir müssen ja auch diese Turniere machen. Und ohne Bogenschießen sind Turniere halt wirklich schwer. Stäbe sind ja zum Beispiel gut zu handeln, wenn man es kann. Chief Ibos. Das könnte der Anführer sein, ne? Gibt es hier keine Banditen? Muss die Quest wirklich fehlschlagen? Auch Römer nehmen wir nicht mit. Geht zum Dorf. Ja, nicht zum Dorfältesten. Zum Dorfältesten, nicht ins Dorf. Lade schneller. Zum Dorfältesten. Keine Aufgaben. Keine Nahrung. Käse. Für 60 ist, glaube ich, günstig. Hä? Also Käse möchte ich nochmal haben. Und Fett, nein, Töpfe ist das. Das Fett sieht anders aus. Haben wir gar keine Banditen mehr in der Nähe? Ist ja mega schwer sonst. Irgendwie zu leveln, wenn wir nicht Banditen jagen können. Also mit dem reden wir mal kurz. Was wollte ich machen? Einfach nur kurz Aufgabe schauen. Also mit dem auch kurz reden. Sie sagen immer das Gleiche. So von Samatia, das ist ja mega weit weg. Nein, wenn du so weit weg. Ja, da gehst du halt auf minus 4. Ist ja nicht so schlimm, es ist ja sowieso ein Feind eigentlich. Aber es ist so doof manchmal. Weißt du, da kannst du das nicht annehmen, weil es zu weit weg ist. Und was machen sie? Es sind böse minus 4. Also 4 verliert man Ansehen. Wie schlecht ist das eigentlich gemacht manchmal? Genau, der Chiefy Boss wollte ich nochmals reden. Genau, komm. Nicht reingehen, nein, nicht reingehen.
Ich will mit dir reden. Hopp, vorwärts. Sehr gut. Der braucht auch nicht meine Hilfe. Gut, immerhin getroffen. Genau. Und das sind diese Patrouillen. Genau, Patrouillen hießen sie. Dorfbauern in Hellblau. Da drüben. Arus. Wie heißen die? G-Mary. Okay. Was macht der Dorfbau hier? Also wir könnten schon so ein bisschen Kopfgeldjäger oder so nehmen. Also die Gegner, die Nachbarn ein bisschen zu schwächen. Aber ich möchte ja Ansehen bekommen bei Friesi. Deshalb sollten wir das jetzt noch nicht machen. Wir sollten jetzt eher, bis wir einfach Pferde haben und abhauen können, noch nicht Dorfbewohner überfallen. Das dauert und dann können immer noch Leute zu Hilfe eilen. Das können wir jetzt noch nicht so gut machen. Also, unser Dorf, das wir jetzt gut stehen. 10 Stück. Okay. Ist kooperativ. Okay, hat leider nichts. Ja, die haben noch nicht neues Inventar. Aber die zwei Dörfer hier sind ja Ding gewesen. Okay, ich rede mal mit Odibald. Sich selbst, okay. Nun ruht der Furchtlose. Und wo ist der? Die Divodurum, okay. Divodurum ist wo? Da ganz unten. Okay, dann müssen wir kurz. Gehen einfach hier. Ja, und Ding bekommen jetzt auch nicht so viel über. Sag schon. Ausbildung, oder? Also die tun sich jetzt auch nicht so gut ausbilden. Ah, sie wird darum. Vielleicht nicht ganz in der Nacht durch den Wald, aber ja gut, ich gehe mal durch den Wald. Ich riskiere es. Von jemandem angegriffen zu werden. Wir haben 42 Schwächlinge jetzt. Ja, gute und schlechte, aber mehrheitlich schlechte jetzt, wo wir neu geholt haben. Das sollten wir jetzt nicht in jedes Banditenlager rein jumpen. Da ist Odibald. Ich wollte mal kurz schauen, ob er das schon annimmt. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Okay. Weil wir ja sowieso nicht diese Friesin Nobles haben. Frisian Light Spearman. Kann es sein, dass das gar nicht Nahkämpfer sind, sondern zuerst Fernkampf und dann wieder Nahkampf? Nein, das ist Nahkampf. Wir werden die schon sehen. Okay, das ist Frechheit. Das ist jetzt geplündert worden von jemandem. Dann holen wir einfach diese Deserteure da. Wir sind der Deserteure jagen. Ja, Jäger. Okay, die sind auch nicht gerade zusammen. Weiß nicht, wieso die Krieg machen. Komm bitte, ihr seid zu schnell, Mist. Windobana. Glaube ich, das ist ein Ding. Ein Gladiator, Vindobonum. Das Lager gewesen bei Bonn. Klar. Deshalb ist Bonn so bekannt vor Kogam. Was heißt ja einfach Bonn? Und ein A wegen Lateinisch. Also es ist jetzt gar nicht so schwer, das aus Bonn herauszufinden. Ja. Also ich muss kurz etwas trinken. Ich habe jetzt gerade momentan ein doofes Asthma, so ein bisschen. Mein Halsraum macht trocken. Sonst denke ich manchmal sehr wenig während dem Let's Play und Livestream. Man sollte immer genügend trinken. So, wie lange geht das Dorf jetzt hier? Hä? Die Dörfer, die gehen trotzdem rein, also die wohnen hier wieder. Ah, okay. Das ist der Deserteur wieder. Böse, böse Deserteure. Komm, wir jagen den, bis er sie verloren. Der wird sicher hier noch irgendwo sein.
Chartis greifen wir Melbourne an. Okay, die finde ich ja nie. Ich werde dich niemals finden, wo die sind. Schade, dass es nicht so ein bestes Wegfindung, also Städtefindungsding gibt. Oh, das sind 61er Patrouille. Gut, werden stark. Ist eben noch geplündert. Ich finde das doof, dass man diese Aufträge nicht machen kann, wenn etwas geplündert wurde. Naja, müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Da ist jemand. Noch jemand. So, Gildenmeister. Damichos, sub. Nee. Die sind halt immer entweder verbündet oder einfach nur neutral. Die greifen wir an. That's a nice head you have So. on your shoulders. Ich brauche Levels. Gut, aber wir haben jetzt auch schon wieder 36 Minuten. Also wir müssen weniger schnell, also weniger Angriffe machen, weil die Angriffe dauern halt immer ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch gefällt, wenn ich die ganze Zeit irgendwo angreife, Banditen. Sonst werde ich einfach mal blind spielen, solange ich Banditen jage. Wenn es euch jetzt nicht unbedingt interessiert, muss ich es ja auch nicht zeigen. Da kommen sie schon. Ja, eben sind fast so viele wie wir sind. Aber sie sind halt schlecht. Also ich hoffe, keine stirbt, keine Frau vor allem. Ich habe jetzt ein paar Ladies. Das ist gar keine Lady, aber ein Mann mit Rossschwanz. Okay. Eine Blondine. Ein Mann mit Rossschwanz ist eine Blondine. Nein, Roman Pilzen. Okay, die sind schon doch stärker. Den haben wir. Sie sind doch stärker. Mist, wir bekommen viele Verluste. Immer noch. Ja, ich habe ihn besiegt. Okay, wir haben viele Verluste. Ein Menschenjäger ist auch noch gestorben. Aber, oh, du hast sehr gut gekämpft, Sis. Ich sehe das viele Blut. Der Axtwand. Wunderbar, was ist das, eine Bauersfrau? Haben wir eine Bauersfrau verloren? Nein, wir haben irgendwelche starke Truppen verloren. Mist. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich. Wie ist ein Elite Warrior? Okay, jetzt kommen starke. Genau, die brauchen wir. Light Spearmen. Also Tribesmen und dann Light Spearmen. Die brauchen wir. Bowmen. Dann machen wir Bowmen. 1, 2. Wieder mehr Bowmen. Und ja. Sollten mehr Frisian auf Nahkampf setzen. So, das reicht. Keine Bögen wieder. Keine Pfeile. Jetzt haben wir einmal Pfeile gehabt und ich habe sie nicht mitgenommen. Ja. Odibald. Okay, er supportet jetzt Udo. Ubo. Ja, komisch. Oder hat das vorher schon auch gemacht? Hier hätten wir diese Deserteure. 5 Stück oder 6 Stück. 6 Stück, okay. Die können wir jagen. Ja, und nein, der folgt uns nicht. Okay.
Ja, die können wir besiegen, die sind nur 11 und 12. Oh, hier ist eine Seeräuberanlegestelle. Sollen wir das riskieren? Komm, wir riskieren das. Aber zuerst speichern, das ist mir viel zu riskant. Weil wieder eine Frau reinkommt. Ich weiß nicht wieso, aber zufällig ist so ein Scheiß. Ich hoffe, keine Frau. Ja, aber schon schwache. Zwei, drei Schwache haben wir. Und zwei ganz gut und ein mittlerer, also der erste Mittel, der braune da. Ja, der Sporscher. Klar ist er Mittel. Also die zwei sterben wahrscheinlich, die drei, wenn sie so schon vorbrischen. Also die Axt. Jetzt greifen an. Greift alle an. Miteinander. Zusammen gewinnen wir den Krieg. Nicht so. Nicht so wild. Nicht so herumtanzen. Gut. Okay. Diese Richtung haben wir noch Soldaten. Also Banditen, Seeräuber. Die haben ja immer ihr eigenes Versteck. Und die Waldbanditen haben ein anderes Versteck. Weiß ich, sonst gibt es noch Wüstenbanditen, die haben auch nochmal ein anderes Bandit. Aber je nach Namen haben die immer einen eigenen. Ja, der ist natürlich. Bunduk ist sofort bewusstlos. Ein Schuss und bewusstlos. Ja, die sind nicht so gut. Nein, Roma, Amor und Legionari wurde erledigt. Ich glaube, wir haben nicht so viele Chancen. Hilf mir doch! Du musst mir helfen! Wieso haben wir so schlechte Kriege? Gut. Da haben wir aber noch mehr. Mist, wir schaffen das nicht, deshalb habe ich gespeichert. Ich finde, der Mod ist viel zu schwer bei verschiedenen einzelnen Attacken oder so. Viel zu schwer. Wir haben auch noch nicht eine Zweihandaxt, sonst wäre das so einfach. Mit einer Zweihandaxt würde das so einfach sein. Ist eine Frechheit, also nicht angreifen, ey. Gott, oh Gott, ist der Mod schlecht balanciert. What the fuck? What the fuck? Was haben die Modder gemacht? Nichts in Balancing. Ja, ist der schlechte. Ich wusste gar nicht, dass der so schlecht balanciert ist. Das ist wirklich ein gigantischer Mod. Aber wenn man einen gigantischen Mod macht, dann bitte auch ausbalancieren. Zuerst mal. Ja. Also Banditenlager ist zu sehen. Können wir später aufräumen. Jetzt müssen wir erstmal auch andere Ding haben. Ja, die Leute, die Truppen da. Also vor allem besser ausrüsten müssen wir den mal. Das ist natürlich wichtig. 32 und 40. Was hast du? Nur ein Schwert. Ist irgendwo auch ein Bo ein Schild? Schild haben wir nicht mehr. Hast du 10 Stärke? Ja. Nimmst du ein Zweihandschwert? Komm schon, du schaffst das. Okay, die tun wir upgraden. Genau, von denen brauchen wir viel. Die Quest. Okay. Dann haben wir noch zwei von denen hergestellt. Moral ausgezeichnet, das ist doch super. So. Dann versuchen wir doch mal. Ja, es ist immer noch geplündert. Dann versuchen wir doch mal Seeräuber anzugreifen. So. Ja, wir haben einfach zu schnell ab. Wir sind noch nicht schnell genügend. Wir haben einfach zu viele Truppen.
Wie lange geht das bis das Dorf? Also, G4 die Byte hat Atuka zu sich selber. Atuka. Wo ist Atuka schon wieder? Das war da hier oben. Ja. Also, die können wir jagen. So. Okay. Dann werden wir hier mal warten. Kommt die da? Ja, da kommen sie. Gehen wir mal auf den Berg hier hoch. Diesen kleinen Hügel. So, also jetzt. Volles Pfund aufs Maul. Ah, oh, mega geile Legionäre. Finde jetzt einfach ein Schild jetzt nicht so gut, wenn es so schnell kaputt geht. Ich werde auf zwei Hand machen jetzt. Das ist ein bisschen wichtiger. Also man kann einfach viel mehr töten. So, und ja. Wir haben schon verloren. Showdown, showdown. Gut, Bonduk hat einen guten Ding. Ja, eben eine Zweihandachse ist natürlich schon cool. Die nehme ich dir weg, dann will ich sie selber tragen, wenn ich die Stärke habe. Okay, keine Verluste, sehr gut. 1600! Okay, was ist die 1600 hier? Das aus. Haben wir irgendwas Schwaches hier oben noch? Nee, hier oben sind alles sehr wertvolle Items. Ja, mehr muss ich nicht mitnehmen. So, jetzt können wieder viele Truppen befördert werden. Bocha zum Beispiel. Prätorianer. Light Spearman. Wie viele Light Spearmen haben wir jetzt? 5 Stück, jetzt fehlen nicht mehr viel. Frisian Horsemen, okay, sehr gut. Borscha noch. Und hier bei Borscha möchte ich gerne Waffenmeister, kann ich nehmen. Ne, nehmen wir noch Erkundung. Ist wichtig. Wegfindung. Kartengeschwindigkeit, Wegfinder. Ist wichtig. Aufklärung. Sichtweite ist wichtig. So. Und als nächstes machen wir bei ihm. Ja, wir bei ihm machen wir doch Armbrust, genau, stimmt. Wenn wir eine Armbrust dann haben, aber dafür müssen wir wahrscheinlich Kelten hintergehen. Die Kelten hatten Armbrust und hier Germanen auch ein bisschen, aber in den Wäldern, also Teutoburger Wald und so. Weiß nicht, was sonst noch Armbrüste gab damals. Aber die waren halt noch ganz schwach, die Armbrüste. So. Jetzt nochmal warten. Oh, schwarz gespielt. Cool. Ist blau. Sieht nur so ganz dunkel aus. Ja. Warten wir hier lieber ein bisschen, damit die Ausdauer nicht so weggeht. Und so grüne, ja, sind schon cool. Weil das sind jetzt eben die Gallier. Die werden halt grün. Römisch Gallien. Ist gar nicht so berühmt. Gallien ist eher berühmt als Barbarenvolk, aber nicht als römisch-gallisches Militärvolk von den Römern. Ah, da bist du im Weg. Dieses Triebefries in Light Spearman. Nein, wir haben einen Spearman verloren.
Müssen wir noch mehr ausbilden. Ja, wir müssen wieder zurück. Wir können jetzt nicht ins Dorf gehen, wenn das geplündert ist. Ja. Zwei Bauern sind, also ein Bauern ist getötet worden. Mist, immer die Falschen trifft es. So ein Kack. Oh Gott. Was sind die teuer? Okay, wir müssen zurück in eine Stadt gehen. Ja, dann gehen wir in die Stadt. Ja, Speermänner sind nicht so gut. Javelin-Man interessiert mich halt mehr als die Bogen-Männer. Sind immer noch geplündert. Ich hoffe, die greifen jetzt die Vidorum nicht an. Banditen können Dörfer auch erobern, denn so gibt es immer diese Angriffe. Ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich schon geprockt, aber ja. Sollten wir einfach nicht unbedingt erleben. Ja, es sind immer noch die gleichen. Es wechselt einfach immer zu wenig. Also der Helm, der ist einfach zu gut. Schwein mal. Diesem Ding, das können wir kaufen, Gladius. Schwach, schwach, schwach. Schwach, schwach, schwach. Ah, der hat so wenig Geld. Ich hab's wieder nicht geschaut. Noch eins. Ja, zu wenig Geld. Ich habe dem halt alles schon weggenommen. Der hat viel Geld. Oh, der hat irgendwas Komisches. Tribune-Helm mit. Boah, das sieht aus. Ist das ein Helm? 74. Der hat ja sehr gute Helme hier. Auch, ja, ziemlich gute Rüstung. Was ist das hier? Und die sehen aus wie aus einem Fest. Wahrscheinlich ist hier einfach Karneval. Ja, ziemlich gut aussehen. So, Waren hast du ja auch nur teure Sachen. Also. Jetzt gehen wir nochmals den Soldaten holen. Die sind eben zu schnell, die Deserteure. Jetzt gehen wir hier nach Asci Burgium. Und tun mal, ja, Nords haben mit Gallienfeld geschlossen. Okay. Genau, 7 Friesian Serfs nehmen wir mit. Jetzt gehen wir mal kurz. Chief Oldibald haben wir geredet. Was macht der eigentlich hier? Wieso hast du nur noch Haron, wieso hast du nur noch so wenig Truppen? Was machen die eigentlich hier? Darf ich jetzt fragen? Was macht das Reich? In Deva? Ein Gelege in Deva? Das ist aber die falsche Richtung. Wo ist Deva? Okay. Das ist gar nicht in eurem Reich. Wo ist Deva? Sind die verbündet, dass die dorthin gehen nach Deva? Und wo ist Deva? Komisch. So, hier ist kein hellblaues Reich. Hier ist auch nicht Deva, das sind andere, das ist dunkler grün, blau. Ah, da! Die gehen hier hin. Die haben das eingenommen. Okay, nice. Ja, also England ist sehr beliebt, scheinbar. Nice. Und du? Können wir jetzt? Nein, können wir noch nicht. Schade. Ja, ja, dann warten wir, dann warten wir. Ja, das Spiel ist auch ein bisschen Geduldsspiel. Dafür ist es sehr spannend manchmal.
So, okay, du bist wieder gut. Dann machen wir mal die Quest noch kurz. Dafür gibt es auch ein besseren Ding. Ja, einen längeren Part natürlich. So. Aber ist der Auftrag jetzt fehlgeschlagen? Ich dachte, wir müssen hier Banditen jagen. Komisch. Aber das ist in einem anderen Dorf. Das muss ich jetzt nochmals kurz schauen. Ja, sehr stimmig hier. Nice. Hier kann man sogar ins Haus rein. Genau. Ein Bandit jagen. Müssen wir nur den finden. Er könnte sich irgendwo in dem Gebäude oder so versteckt halten. Aber wir bekommen halt nie Informationen über, ob er jetzt einmal hier ist oder nicht. Ich denke, es ist hier hinten dran. Das wäre ein gutes Versteck hier gewesen. Ich denke, er ist eher auf der Ostseite oder der rechten Seite, linke Seite. Oder hinten hier im Haus, hier wächst Gras, okay. Wo könnte er sich versteckt haben? Ne? Das Dorf ist halt auch ein bisschen größer. Hier ist er. Aber ich komme nicht drüber. Mist. Wir müssen hier neben dem Gebäude durchlaufen. Okay, hier kommen wir drauf. Nein. Ja, dann machen gehen wir halt hier vorne. Wenn er einfach drüber springt, ist es natürlich nicht so toll. Ja. Oh, diese guten Melonen, ich will eine pflücken. Hallo. Grüezi. Aua. Du Scheißbauer. Wir haben einfach zu wenig Reichweite, er viel größere Reichweite. So jetzt. Das war jetzt nicht so ein guter Kampf. Ein Honig. Dann genügend Geld. Wir nehmen den Honig. So. Quest erledigt. Im nächsten Part erledigen wir dann die weiteren Quests. So. Da unten rechts, links. Gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss, gute Nacht. Ja, es ist morgen wahrscheinlich dann. Guten Tag. Tschüss.